Alex Keller verbringt viel Zeit am Schreibtisch. Hier in München studiert er Jura bald im 6. Semester. In seiner Freizeit aber beschäftigt ihn etwas anderes als Gesetzestexte. In der Funkband Burning Pandas ist er der Drummer. Vor Jahren hat er sie mit Freunden in Shanghai gegründet, wo Alex seine Jugend verbrachte. Zunächst spielten die Jungs in einer Big Band, bis sie ihren persönlichen Weg entdeckten. Und dann haben wir so nach ein, zwei Jahren auch angefangen, unsere eigenen Sachen irgendwie so zu spielen. Und ich würde einfach sagen, es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das war eigentlich so der Hauptfaktor, warum wir das auch gemacht haben. So kam es dann, dass wir wahrscheinlich auch ein Stück weit deswegen zum großen Teil alle nach München gezogen sind, um eben zusammen zu bleiben und zusammen es auch weitermachen zu können. Die Corona-Pandemie hat aber nun auch ihre Bandarbeit ausgebremst. Viele Monate lang mussten die Pandas auf gemeinsames Proben verzichten. Die Kontaktbeschränkungen erlaubten das nicht. Und Auftritte sind vorerst auch nicht in Sicht. Ja, also die Probleme, die Corona für die Musik einerseits, aber natürlich für die ganze, ich sag mal jetzt mal, die ganze Kulturbranche an sich gebracht haben, sind natürlich extrem schwerwiegend. Also ich kann jetzt für meinen Teil für die Band sagen, dass wir im Februar 2020 das letzte Mal einen Gig gespielt haben und dann ging das ja relativ schnell. Mitte März war dann der erste Lockdown und dann war wirklich erstmal tote Hose. Immerhin können sich Alex und seine Band nun wieder zu gemeinsamen Proben treffen. Die Pandas haben einen Raum im Gebäude eines Künstlerkollektivs angemietet. Hier können sie jeden Samstagabend jammen. Open End. Was die Zukunft bringt, kann niemand so genau sagen. Solange die Pandemie noch nicht vorüber ist, wird es nicht so werden, wie es mal war. So viel ist sicher. Aber sobald die Welt Corona hinter sich gelassen hat, wird man die Pandas wieder Gigs spielen sehen. Und hören.